Danke, Frau Präsidentin, geschätzte Frau Staatssekretärin, Kolleginnen und Kollegen. Ja, ich knüpfe bei meiner Vorrednerin, Kollegin Erasimann. Also ich kenne über die komplette Legislaturperiode keinen einzigen Ausschuss, wo so viele Initiativen, und ich sage einmal, nahezu alle Initiativen der Opposition vertagt werden. Wir sind in einer Dauervertagungsschleife drinnen und wir haben heute insofern Glück, dass wir überhaupt über den Tourismus im Hohen Haus diskutieren können, weil es einen Antrag gibt, der jetzt wirklich nicht epochal ist. Ja, da geht es um die Zukunftsperspektiven für die Tourismusforschung. Deswegen reden wir da. Wir unterstützen das. Und damit habe ich schon alles gesagt und ausdiskutiert. Mir wäre viel lieber gewesen, wenn wir nicht über die Perspektiven der Tourismusforschung, sondern über die Perspektiven des Tourismus reden würden und könnten. Nur diese Debatte können wir leider nicht einmal vertiefend im Ausschuss führen und im Hohen Haus überhaupt nicht. Wenn ich das jetzt mir so anschaue, seit Beginn der Legislaturperiode haben wir Initiativen auf der Tagesordnung immer wieder drauf, die Rahmenbedingungen für die Tourismusbetriebe zu verbessern. Ich sage jetzt einmal Stichwort Stärkung des Eigenkapitals. Es war im letzten Ausschuss auch ein Antrag drauf, der sich mit diesem Inhalt auch beschäftigt hat, der wieder vertagt wurde. Was wollen wir? Wir wollen das Eigenkapital stärken. Wir wollen nicht haben, dass der Unternehmer permanent zum Bittsteller wird und dort und wann und dann um Förderungen ansucht. Nein, er soll aus eigener Kraft die Möglichkeit haben, sein Eigenkapital zu verbessern. Vorschläge, die wir seit Anbeginn eingebracht haben, die Experten unterstützt haben, die ja eigentlich auch von den Experten kommen, von der Österreichischen Tourismusbank oder von der Prodinger Tourismusagentur waren, dass man Eigenkapital, das ich in das Unternehmen einbringe, für dieses Eigenkapital, dass ich Eigenkapitalzinslastaufwand, so wie Fremdkapitalzinslastaufwand in der Bilanz ansetzen kann, damit die Motivation, mehr Eigenkapital in das Unternehmen einzubringen, steigt. Tourismusbetriebe haben unglaublich viel Grund und Boden. Wir sagen also, um auch in der Bilanz das Anlagevermögen zu steigern, haben wir jetzt schon jahrelang gefordert, das Vermögen aufzuwerten. Wurde immer wieder vertagt. Also wir kommen eigentlich nicht weit. Und wir haben in der letzten Sitzung die Frage gestellt, ja, was schaffen wir denn überhaupt noch bis zum Ende der Legislaturperiode? Das kann es ja nicht gewesen sein. Also wenn ich jetzt über 5 Jahre Tourismus, Leistungen für den Tourismus ausgehend vom Ausschuss reden müsste, ja, da fällt mir wirklich sehr, sehr wenig ein. Und das ist das Bedauerliche. So, Privatvermieter, ich meine, seit Anbeginn, kämpfe für die Verbesserung der Rahmenbedingungen für die privaten Vermieter. Das sind kleine Vermieter, Arbeitsplatz zu Hause, bis 10 Betten. Da muss man, ich verstehe es nicht, dass man da nicht die Dienstleistungs- und Servicequalität so ausrichten kann, dass dieser Vermieterteil, immerhin 40.000 Betriebe in Österreich, eine gute Chance haben, am touristischen Markt weiter zu überleben. Was passiert denn laufend? Kleinbetriebe, Tourismusbetriebe bis 10 Betten sperren immer mehr zu, weil einfach die Rahmenbedingungen überhaupt nicht passen. Unabhängig davon, dass wir schon längst eine Erhöhung der Bettenanzahlen gefordert haben, ob man das jetzt, da geht es einfach um Zustellbetten und sonstige Betten, was auch immer. Seit dem Jahr 1957 ist die Bettenanzahl bei 10 Betten gleichbleibend. Und viele private Vermieter haben zwischenzeitlich Ferienwohnungen. Und bei einer Ferienwohnung ist es halt einmal so, jetzt sei mal nicht so kleinlich, ist es halt einmal so, dass manchmal eben ein Zustellbett, ein Kinderbett dazukommt. Und da bin ich gerne mal drüber. Und dann haben diese Betriebe ein Problem mit der Behörde. Also das hätte man schon längst regeln können, wenn man unseren Argumenten gefolgt ist. Das tut man leider nicht. Ich sende die Botschaft an die vielen, vielen kleinen Vermieter. Ihr seid bei der Freiheitlichen Partei wirklich gut aufgehoben. Ich war der Einzige mit meinen Kolleginnen und Kollegen, die seit Anbeginn sich für die Interessen der Privatvermieter einsetzen. Auch da geht überhaupt nichts weiter. Ja, angesprochen auch Förderchaos Tourismusbetriebe. In etwa 1.000 Betriebe warten noch
auf zugesagte Fördergelder in etwa. Im Februar waren es 160 Millionen Euro. Das geht einfach nicht, wenn man Betrieb auf Förderung zusagt, dass die nicht ausbezahlt wird. Ja? Wir haben gesagt, schaut, dass du mal in die Gänge kommst und dass die COFAG, bevor sie liquidiert wird, endlich diese Förderungen auszahlen kann. Und zum Schluss, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, weil es zum heutigen Tag dazu passt, auch was die Lockdowns für die Tourismusbetriebe anbelangt, auch ein Zitat aus den RKI-Protokollen, auch das wurde von den Experten so nicht gesehen, wie von uns, von der Freiheitlichen Partei. Ich zitiere, was sagen die RKI-Experten? Die Konsequenzen des Lockdowns haben zum Teil schwerere Konsequenzen als Covid selbst. Das sagen nicht wir, das sagen die Experten. Nur nach außen hin hat die Politik eine vollkommen andere Situation abgegeben, eine vollkommen andere Politik gemacht und damit natürlich nachhaltig die Betriebe wieder besseren Wissens geschädigt. So etwas darf überhaupt nicht mehr vorkommen.